Im Dorfkrug zu Volksdorf schwört Thorsten seine Küche auf den Wochensieg ein. Ich hoffe, du verkackst es nicht und... Ich heiße nicht Thorsten. Na gut, wir kriegen das hin. Wer solche Sprüche klopft, verträgt auch Kritik. Ab einer gewissen Preisordnung sollte man schon eine gewisse Grundwürze drin haben. Auch Spitzenkoch Mike bewertet kritisch. Das ist Philly Wellington für feige. Kann man machen, würde ich nicht machen. An Tag 4 gibt's eine Kostprobe von Hamburgs Nordosten. Doch zunächst die Punkte. Der Ratskeller Buxtehude und Casa Franco liegen beide mit 34 Punkten vorne. Ellis Pasta Club ist aktuell mit 31 Punkten auf dem zweiten Platz. Ab in den Wald. Volksdorf im Nordosten Hamburgs hat 20.000 Einwohner und noch mehr Bäume. So, auf diesen Donnerstag habe ich gewartet. Thorsten ist dran. Ne? Ich nenne ihn mal den Lachsprofi. Ne? Der hat beim Spezial vor Jahren mal den ersten Platz gemacht. Ne? Ich erkenne die Jungs. Ne? Aufgepasst. Ne? Superschönes Lokal hat er. Reddachhaus und hier in Hamburg-Volksdorf mittendrin. Ne? Und der ist lange am Start. Ich glaube fast 10 Jahre dann. Wenn er damals war, schon ein paar Jahre. Erfolgreich. Noch länger. Vor allem, wenn man die vielen Jahre unter Thorstens Eltern mitrechnet. Der Dorfkrug ist ein Familienunternehmen. Wir sind seit 35 Jahren hier am Standort. Ich habe es damals von meinen Eltern übernommen. Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren hier mit dabei. Ja, ein bisschen länger als 10 Jahre. Der Dorfkrug hat zu 90% Stammgäste. Nicht zuletzt wegen des originellen Konzepts. Uns zeichnet aus, wir haben eine schwäbisch-norddeutsche Küche mit Sushi-Anteil. Den haben wir vor 2 Jahren mit aufgenommen. Also ich sag eine Crossover-Küche. Wir kochen aber alles frisch und von daher kleine Karte. Die Mischung muss man erstmal zusammenkriegen. Dorfkrug-Sushi? Was läuft denn jetzt hier? Wieso wie Dorfkrug-Sushi? Dorfkrug und Sushi? Passt jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so zusammen, ne? Aber man will sich jetzt dem nicht verschließen. Klar. Aber lieber? Bist du jetzt der Sushi-Meister geworden? Du warst doch der Lachskönig. Ich war der Lachskönig und jetzt zum Sushi-Meister. Da freue ich mich. Ja? Aber besser gesagt, hier. Was? Der Eike. Der ist das noch derselbe? Da. Immer noch der alte. Oh ja, der war so groß. Ich erinnere mich. Ja, Wahnsinn. Große Mike. Leute, das freut mich. Hey, du, mein Lieber? Gut geht's mir. Ja, schön. Also, dass ihr wieder mitmacht. Ja. Stark! Das war mein Spezial, oder? Mein Lokal, dein Lokal Spezial, richtig. Das ist ja echt der Knaller. Also, Wahnsinn, das ist ja 6, 7 Jahre her. Da bin ich eingestiegen bei mein Lokal, dein Lokal, das Spezial. Das war ein bisschen eine Sonderform von mein Lokal, dein Lokal, wo wir immer zum Beispiel das beste Lachsgericht in Hamburg gesucht haben oder Norddeutschland. Oder das beste Sushi, weil es gibt hier Sushi, habe ich in Frankfurt mal gesucht. Ich kann mich erinnern, dass ihr schon natürlich gute Fischgerichte, Hamburg, aber auch eine gewisse Bodenständigkeit, kann ich mich erinnern. Ne? Aber schöne Teller schon damals, vom Anrecht, von der Tellersprache. Sushi ist jetzt nächste Steigerung. Was will man da versuchen? Sushi kam eigentlich auch durch die Pandemie. Mhm. Wir haben eben gesagt, außer Hausverkauf noch dazu gewinnen. Mhm. Sushi, haben Sushi-Meister eingestellt. Echt? Ja, und der das Sushi macht. Und in der Zwischenzeit läuft Sushi so viel, auch außer Haus. Also von okay. Man ist halt erfinderisch geworden. Ne? Die Pandemie hat uns einfach wieder zum Überlegen und Nachdenken verholfen. Ne? Manchmal sind wir doch so ziemlich da durch die Gegend gelaufen und viele haben dann eben durch solche Aktionen geschafft, über die Runden zu kommen. Ja gut, dann starten wir. Zweite Runde, würde ich sagen, oder? Auf geht's. Eike, bereit? Ja, gehen wir los. Ja, ich ziehe mich um. Ich bin ein bisschen dicker geworden. Du sagst nichts, ne? Ich sag nichts. Ich zieh mich um. Und du vermasselst nicht. Nee, nee. Ja. Ich heiße ja nicht Thorsten. 20 Quadratmeter. Mehr braucht Küchenchef Eike nicht, um sich angemessen zu entfalten. Den Weg kenne ich ja noch. Da hat sich nichts geändert, ne? Soll ich hier das war so, genau, das weiß ich noch. Ja, Mensch. So. Oh, scheiße, das wusste ich nicht mehr. Stufe. Tag, da ist ein Kollege sich in weiß, ne? Ja, hallo, hallo. Also, mein Lieber, ich freue mich den Herrn Kollegen, ne? Ich habe gewunken. Also, du rockst das hier mit, oder? Ja. Sehr geil, okay. Das ist mein lieber Pit. Kochen wollen wir auch? Ein bisschen, ne? Ja, hast Bock? Ja, hast du Bock? Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Ja, ich bin Berufsfresser geworden. Ja? Ich arbeite nicht mehr viel. Hör auf. Ja, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Gut. Okay. Keine negative Wertung dadurch, ne? Ist ja schon ein bisschen Familie. Wenn man dann wohin kommt, wo man schon mal war, da kann man schon den einen anderen Flachs mehr einbauen. Wir machen heute Kalbsbäckchen. Mhm.
Mit Kartoffelsellerie-Püree und ein paar gemischten Pilzen. Okay, das ist aber dann so, da weiß ich noch Bescheid von früher. Ah, da hast du schon den Ansatz, wo die reinkommen, schätze ich. Genau, da habe ich, okay, hab ich alles schon so ein bisschen vorbereitet. Gut, die Kalbsbäckchen oder überhaupt Bäckchen, ne, die erfreuen sich halt einer unfassbaren Beliebtheit. Ne? Ich weiß gar nicht, seit wann geht denn das hier so? Also 5, 6 Jahre jetzt wieder? Gott sei Dank. Ne? Nach den Schweinebäckchen, die 2 kleinste Form der Bäckchen. Ne? Ganz der genau. Und Kalb ist Kalb, Rind, Ochse groß, ne? Das heißt, hier haben wir auch einen kürzeren Schmorprozess. Ne? Ganz genau. Ich, 1,5 Stunden lasse ich die. Ja, hätte ich gesagt. Ich hoffe, du reibst dir nachher wieder die Hände. Habe ich mir die Hände gerieben? Du hast dir die Hände gerieben. Das verkleife ich mir. Hm? Das mache ich nur noch, wenn... Ich hoffe, das kriege ich wieder hin. Okay. Das ist mein so? Ziel. Habe ich so gemacht? Du hast so gemacht. Wirklich? Okay. Ja. War eine schöne Erfahrung damals, oder? Ja, für mich auf jeden Fall. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich auf jeden Fall. Ich war fertig. Ne? Das ist schon, was ich hier tun muss. Ne? Das ist Wahnsinn. So, jetzt, ich kann ja jetzt einfach dich ärgern und noch eine So, jetzt einfach zum Ärgern. Och Mensch, das hätte man doch hier sauber machen können. So, oh, ich kann, nee, scheiße, jetzt schneide ich Fleisch weg. Okay. Ja, Six. Toll, wie du sauber machst. Ja, ich wollte einfach nur rumfoppen. So, gerade anderes Zeugs. Der Soßenansatz für Eikes Kalbsbäckchen besteht aus Rotwein, Sellerie, Kalbsfond und Zwiebeln. Es ist wurscht, Schweinebäckchen, Kalbsbäckchen, Rindsbäckchen, Ochsenbäckchen. Der Ansatz ist immer derselbe. Ne? Jetzt noch ein paar schöne Kräuter drauf, finde ich auch super. Thymian, Rosmarin, genau. Ein bisschen Knoblauch hatte ich schon mit dem Ansatz okay. mit drin. Ne? Finde Knoblauch ist halt immer so ein schöner Geschmacksverstärker. Ja. Ne? Dann wird das Ganze schön einfach abgedeckelt. Ja. So, dann schieb das mal. Soll ich irgendwas schnippeln da oder aufsetzen schon mal? Du kannst schon mal hier vorne so einen kleinen Topf schnappen. Bisschen Butter reinmachen. Die heiße Butter braucht Eike für sein Selleriepüree. Butter, Sellerie, Zwiebeln. Ein bisschen Knoblauch. Gibt es nachher ein bisschen Sahne oder Milch dazu? Das wird nur ein bisschen mit Sahne aufgefüllt. Okay. Auch nur ganz leicht. Wir schwitzen das jetzt erstmal nur ganz leicht an, halt, ja. Ne, ein bisschen glasig. Das koche ich im Endeffekt so ähnlich wie ein Risotto. Also ich fülle da immer erstmal so nach und nach immer auf. Mhm. Ach so, lässt das einreduzieren? Genau, lasse ich einfach immer nur einreduzieren. Ich finde das so am besten, da ist gleich alles drin. Und dann einfach gut in den Mixer rein und fertig. Das ist halt so simpel, ne? Und so gut. Und was haben wir jetzt hier? Was gibt es noch dazu? Pilze? Pilze. Mhm. Ah, Champignon, Kräuterseitling, Austernpilz und Buchenpilz. Kurz braten, nur Salz, Pfeffer. Ja, und wie ich das bei euch gewohnt bin, nur Zuchtpilze, ne? Nichts Natürliches. Nichts Natürliches, ne? Ja, weiß ich doch mal nicht. Schon wieder hier die Pilzaktion. Gestern bei der Roulade und jetzt hier bei den Bäckchen kriege ich auch so eine kleine Pilzreise, ne? Da sind die kleinen Buchenpilze. Ich mag die sind schön fest und ein bisschen so, ja, sind knuffig. Das muss ich der Maestro gleich mal genauer anschauen. Jetzt höre ich aber Töppel, ne? Was hast du jetzt? Pass auf, ich kenne dich ja, mein Junge. Ich habe schon mal ein bisschen. Ich habe hier das Selleriepüree schon mal vorbereitet. Ja, ich denke doch gerade, ich höre was scheppern. So, pass auf. Das ist jetzt das, damit genau. Wir das auch noch mal kurz erklären. Das ist die Zwiebel-Sellerie-Sahne-Geschichte. Genau. Und die vermengst du mit. Was? Mit Kartoffelpüree? Mit meinem Kartoffelpüree. Der ist aber dann klassisch gemacht, oder? Der ist klassisch gemacht, Butter? Genau. Butter, nee. Sahne, Milch. Nee, auch mit Sahne auch schön. Ja, natürlich. Mm, ja, dann wird das schön auf der Hüfte dann. Du könntest ja mal einfach... Ich bin ja auch kein Diätkoch, ne? Nein, das bist du nicht, das stimmt. Ja. So, das heißt, Pilze mache ich dir, der Püree ist quasi fertig. Die Bäckchen, die wir jetzt geschoben haben, das ist eigentlich, damit ich es nur sehe. Genau. Du hast dann eine vorbereitet. Ganz genau. Dann schneide ich die Pilze fertig und dann... Und dann legen wir los, oder? Dann gehe ich nochmal zu Thorsten, dann kannst du loslegen. Ich habe ein bisschen Gaudi mitgemacht. Ich würde sagen, schau, dass das einfach jetzt schön anrichtet. Ich habe ja mit Thorsten wirklich auch ein bisschen plaudern. Ja. Kommst du nachher wieder dazu? Ich komme nachher wieder dazu. Wie vor 7 Jahren? Wie vor 7 Jahren, mein Lieber. Sehr gut. Also, danke, gell? Bis dir. 7 Jahre sind eine lange Zeit. Wir wollen wissen, wie es heute im Dorfkrug mundet. Ach schön, ja, gleich erster Eindruck wieder, ne? Also, jetzt machen wir uns nichts vor, ne? Optisch wunderschön, ne? Aber sind die Bäckchen auch schön zart und überzeugen sie vor allem geschmacklich? Das schmeckt wunderbar, ne? Ja. Das hat der Treiber rein. Super lecker. Also, machen wir es fachlich. Tolles Kalbsbäckchen, super gegart, rutscht schön auseinander. Hast trotzdem jetzt, also wenn man den ich rutschen sagt, heißt das nicht lutschen. Ne? Also du hast trotzdem ganz leichten, vorsichtigen Biss noch. Du hast eine extrem tolle Soße, schönes Püree. Ich liebe Selleriepüree, ich liebe Kartoffelpüree, also liebe ich Sellerie-Kartoffelpüree genauso. Ne? Jetzt ist schon so Kartoffeltouch, gibt eine andere Konsistenz nochmal und dann trotzdem kommt die Sellerie durch. Ist toll,
Schmeckt mir, kann nichts verbessern. Ich finde den Teller auch sehr schön. Ich mag euer Ambiente, das habe ich einmal so gesagt. Und das bleibt dann auch, weil es einfach, weil ich immer dasselbe empfinde. Ne? Und ich freue mich einfach, dass wir da sind. Ich freue mich einfach, dass ihr wieder mitmacht. Ja, Wahnsinn, ne? Da haben wir jetzt eigentlich den zweiten Wiederholungstäter diese Woche. Ich meine, Franco Caramba mit 4-mal ist schon ein Rekord. Aber hier jetzt auch das zweite Mal dabei, finde ich cool. Ich wünsche halt mir einen fairen Wettkampf. Vermasselt's nicht. Und dass ihr dann genauso die Punkte macht wie vielleicht die anderen. Ne? Wir sind gespannt. Vielen Dank. Okay, danke. Mikes Fazit: Der Dorfkrug hat es immer noch drauf. Das ist doch irre, ne? Vor 6 oder 7 Jahren war ich hier, die haben einen goldenen Teller, haben super abgeliefert und jetzt schon wieder, ne? Aus meiner Sicht spielen die auch weiterhin ganz vorne mit, ne? Der Koch ewig da, Thorsten super in Ordnung nach wie vor. Toll. Echt toll. Hallo, wo geht ihr hin? Ciao, bis morgen.